Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games und mal wieder bei einer Runde Magic. Wir haben nämlich ein neues Deck gebaut mit Empfehlung vom lieben Orun. Wir haben sein Deck ein klein bisschen weiterentwickelt und finden das ziemlich krass inzwischen. Deshalb möchte ich es euch einfach mal zeigen. Ja, es ist blau-weiß. Ja, ich hasse eigentlich blau, aber das ist doch ziemlich gut. Dementsprechend suchen wir uns jetzt gerade mal wieder einen neuen Gegner. Na komm. Ready. So, wen haben wir denn? Eversmann 202. Aha. Hübsches Bild. So, was haben wir denn? Wir haben dreimal Land. Das ist super. Direkt spielbar. Sehr schön. Das nehmen wir. Hübsche Kartenhülle. Gefällt mir. So. Mal die Frage an euch. Wie lange braucht ihr so durchschnittlich, um euch im Mulligan zu wählen? Seid ihr so wie ich, die sich sofort, zack, ja, gehört mir? Oder braucht ihr da eine ganze Weile für und guckt euch erstmal jede einzelne Karte nochmal explizit an? Würde mich mal interessieren. So. Eigentlich brauchen wir das ja nicht, ne? Wir nehmen den da. So, Attacke! Dieses Deck geht sehr auf fliegende Kreaturen. Das war klar. Und mein Gegner bringt sich hier gerade selber um irgendwie. Kommt getappt ins Spiel, ich brauch's nicht. Fliegende Kreaturen und Lebenswiedergabe. Ihr seht es, ich bin jetzt schon bei 25 Trefferpunkte. Ja, der hat auch Lebenswiedergabe. Ja, schön für dich. Oh, wow, was war das denn jetzt? Jetzt sind jeder Gegner. Okay, das war jetzt ein Trefferpunkt, den ich natürlich verloren habe. Was nehmen wir denn mal? Die hier. Alle greifen an. Na, möchtest du blocken? Nein, möchte er nicht. So, sie wurde jetzt gerade direkt gebufft, weil ich mehr als 25 Trefferpunkte habe. Ah, wieder jemand mit Lebensverknüpfung. Okay. Holla, wer bist du denn? Okay. So, wir spielen die Elite-Wachtmagierin. Ihr seht schon, wenn er nicht blockt, ist er jetzt tot. Das tut er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde mal sagen, wir machen das so rum. Denn die beiden mit Lebensverknüpfung will ich auf jeden Fall töten. So, die finde ich tatsächlich nützlich. Dann ziehe ich mehr Karten. Finde ich super. Ich kann es nicht blocken, weil sie Bedrohlichkeit hat. Der spielt Funkenspalter. Aua! Das hat wehgetan. Das finde ich aber nicht gut. Aber ich kann das hier gerade nicht anwenden. Schade. Okay. Dann spielen wir einfach zwei andere Karten. Und greifen wieder an. Damit hat er sich gerade selbst umgebracht. Das war's auch schon. Ihr seht, diese Kombination ist sehr gut für einen schnellen Sieg. Gerade wenn der Gegner halt einfach keine Flugabwehr hat. Und sind wir ganz ehrlich, das haben die wenigsten. Aha. Wieder ein Sieg. Ich habe diese Woche schon 13 von 15. Sehr gut. Bin sehr nah am nächsten Level und habe jetzt drei blaue gespielt. Ja, gut, ne? Ich muss halt blau-schwarz spielen. Naja, ich würde mal sagen, wir spielen gleich noch eine Runde. Vielleicht kann ich euch dann ja mal ein paar von den größeren Karten zeigen. Hatte ich ja gerade keine Möglichkeit, zu sie zu spielen. Gegen Pork 1. Ja, okay. Nur weiß, das heißt, den kann ich im Augenblick nicht spielen, aber dafür kann ich die alle spielen. Das passt. Der Gegner hat einen Mulligan genommen. Das haben wir ja gerade oben gesehen, weil die Karten kurz verschwunden sind. Und er nimmt noch einen. Okay.
Er wird keinen neuen nehmen. Wenn es jetzt nicht klappt, geht er raus. Unter Garantie. Derweil ändere ich mal kurz die Farbe von meinem Füchslein. Hallo. Da ist Neckerli. Oder doch lieber schwarz? Nee, das passt nicht. Ich nehme den hellblauen. Hupsido. Ach, hier ein bisschen Staub. Schwarz. Düstermondvampirin. Okay, gut. Kein Problem. Die kann ich im Notfall gleich zerstören. Ja. Wenn ich es denn möchte. Schauen wir mal. So. Ja, die zerstöre ich ihm direkt. Ich mag einfach keine Todesberührung bei Gegner. Weg damit. So. Oh, der hat kein Land gezogen. Das ist übel. Ah ja. Wie du mir, so ich dir. Okay, voll verständlich. Dann nehmen wir jetzt gleich mal den Engel, würde ich sagen. Ja. Ich sehe halt leider gerade kein blaues Land. Das ist schlecht. So, Angriff. Und ja, ich kann das theoretisch auch auf mich selber spielen. Wäre nur dumm. Der flötende Rattenfänger. Ratten, die kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Was? Okay. Erzeuger, opfere drei Ratten, übernehmen die Kontrolle über eine Kreatur. Wow. Okay, der ist böse. Oh, mein Freund, das war ein Fehler. So, spielen wir mal den Adler. Ein eidgebundener Ritter. Greift in jedem Kampf an, falls möglich. Aha. Okay. So. Die Frage ist, ob ich das blocken soll. Er wird auf jeden Fall angreifen. Muss er ja. Nee. Greif ihn. Mach du mal. Das passt schon. Ich habe ihn schneller tot als er mich. Hol mir noch zwei Lebenspunkte dazu. Und alle angreifen. Wenn er klug ist. Okay, ich hätte es nicht sagen sollen. Blockt er den 4-4er. Tut er nicht. Der lautlose Agent. Tja, was nun? Wenn du mit dem Flieger angreifst, bist du tot. Tja, kommt getappt ins Spiel, ist mir ja nicht wichtig. Zwei Lebenspunkte wieder dazu holen. Du musst blocken, mein Freund, sonst bist du tot. Und jetzt bist du so oder so tot, wenn du mir nicht alles vernichtest, was ich habe. Bolas Zitadelle. Was? Ja. Er hat's verstanden. Tja, wieder ein Sieg. Wir haben wieder drei blaue Karten spielen können. Yay! Und ich bin 25 EP vom nächsten Level, glaube ich. Na? Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Ja, 25 EP, das ist ein normaler Tagessieg nochmal. Ah, wisst ihr was? Wir versuchen es noch ein drittes Mal. Ich krieg damit zwar meine Tagesquest jetzt gerade nicht durch, aber das macht ja nichts. Kann ich ja später noch mit dem anderen Deck machen.
Schauen wir mal, wer mein dritter Gegner wird. Na komm, put, put, put. Wer ist es denn? Fred! Hi, Fred! So, wir haben drei Land, das ist super. Wir können bis auf Ayani alles spielen, was ich gefahren habe. Sehr schön. Wir beginnen natürlich hiermit. Kommt getappt ins Spiel, ich brauch's nicht auf ungetappt. So. Was ist das denn? Platz der Harmonie. Wow. Miau. Aha, der Torplatz. Hübsch. So, habe ich jetzt natürlich gespielt, damit er hier direkt gebufft wird. Die Gildenmagier haben direkt hinterher. Alle greifen an. Go. Und ich kann somit natürlich auch hier Ayani direkt nächste Runde spielen. Oh, wow. Okay. So, wir spielen Ayani. Wir nutzen natürlich seine Fähigkeit. Und warten jetzt ab, was er macht. Er spielt ein bisher rein grünes Deck. Das hier ist beliebig. Nee, das ist farblos, oder? Nee, beliebig und farblos. Verschlungene Pfade. Okay. Er holt sich jetzt zwei Länder. Irgendwas sagt mir, dass ich den Schnelltod kriegen muss. Rein grün. Ja, das war dumm. So, Engel der Lebenskraft. Ich buff meine Leutchen. Hol mir nochmal zwei Lebenspunkte dazu. Attacke! So, mein Freund, wenn du jetzt nicht so langsam mal was dazu kriegst, was mir die Sachen zerstört, hast du ein Problem. Was? Aha. Okay. Nice. Dovin Oberster Scharfrichter. Ah. Da holt sich ein Engel. Macht Sinn. Ich hol mir einen Falken. Und einen Adler. Und Lebenspunkte. Und nochmal Lebenspunkte. Und das kann er nicht blocken. Einen davon kann er aufhalten, die anderen beiden allerdings nicht. Und wieder ist der Gegner tot. Ihr seht schon, dieses Deck ist echt übel. Aus einem ganz einfachen Grund. Wer hat schon Fliegerabwehr? Vor allem so früh. Sind wir ehrlich, ich fange direkt mit dem 1-1er an, wenn ich den Falken kriege. Buffe mich dann die ganze Zeit hoch mit den Ayanis. Die seltene Karte, die du gesammelt hast, überschreitet das Sammlungslimit. Ich habe 20 Edelsteine gekriegt. Cool. Geil. Die hatte ich schon. Super. Das kam jetzt erst durch den letzten Patch rein, weil sonst hat man schlicht und ergreifend die Karten immer weiter gesammelt, obwohl man sie eigentlich gar nicht mehr hätte haben dürfen. Maximum ist ja eigentlich 4, bei einigen wenigen ist es etwas mehr. Bei den 7 Zwergen sind es, glaube ich, 7, die man davon haben kann. Ja, das war's dann aber auch schon. Dementsprechend, okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Macht's gut. Ciao.